So, lange Folge ist Ende. Weiter geht's heute mit Pokémon Schwert und dem Würschernwald. Doch vorher passiert doch etwas. Ha, ich glaube, man wollte die mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passberg, oder? Hm. Angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galas zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus eigenen Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Hat dir mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Oh nein. Irgendwas ist gerade passiert. Was war das? Kam es etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass es mal nachsehen. Das kann... Wie sieht überhaupt mein Team aus? Okay. Mittlerweile wieder voll aufgeladen. Also jedenfalls kann es gerade nur... wieder Ärger bedeuten. Jedenfalls. Denn irgendwas ist da oben gerade passiert. Nur die Frage ist, was, wieso und wieso. Nein, nein, nein. Ich sehe ja. Ein Doppelleben. Oh, was passiert da oben? Das würde ich auch gerne wissen. Bettis. Los, reiß alles ein. Reiß auf, wenn wir auch den letzten Wunsch gefunden haben. Ich werde so viele Wunschhände auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraya, als Pokémon-Siegerpräsidentin sollte sich glücklich schützen, an meine Seite viele Wunschhände suchen zu dürfen. Du? Oh, ich tue schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschhände wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das so durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und dem Präsidenten. Ist das dir klar? Okay. Bettis möchte gerne kämpfen. Was kann er doch keinen haben? Wie passiert mit einem neuen Team an? Dein Pokémon hat sich entwickelt, jetzt hat er nicht so. Und da ich eigentlich gedacht habe, okay, es hat bestimmt ein Pokémon, Typ C irgendwo dabei, hat er nicht. Das wird aber später erst. Muss ich natürlich auch aufkontrollieren. Und damit kann ich jetzt endlich auch eine Geisterdeck spielen. Erstmal geht erst das Schlechte und stärkt gegen physische Attacken. Das wird mit Duckklau tatsächlich passieren, aber noch gut. Vielleicht weiß ich, ob das Deck mit dem Duckklau ist. Nicht ganz, okay. Diese Aktion war nicht super. Klar, was wir drauf haben. Ja, wenn ich sehe, dass es jetzt natürlich nicht geht. Und dann was ich hatte. So. So. Noch einer. Und dann schießt er alle weg. Ja, das ist einfach neu, aber trotzdem mal zu kleiner als. So, eigentlich war heute der Plan, dass ich in Deutschland zu gehen, aber dann irgendwie passiert es doch was mit dem Bild. Naja, ich hoffe, Aber jetzt überall war ja auch fast der halben Stunde zu gehen. Können wir auch mal ganz kurz machen. Jedenfalls kommt er mit einem weiteren Pokémon und zwar Brimano. Meine Pokémon sind einfach rausfahren, oder nicht? Okay. Ich spiele quasi das gleiche mit Südstrahl, leider nicht. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um es zu killen. Natürlich nicht. Jedenfalls geht der Reflektor zumindest mal kaputt. Und dann dürfte auch in der nächsten Runde der Licht das Lichtschild weg sein. Jedenfalls geht dieses Pimano jetzt bei meinem Knie. Da müsste er eigentlich tatsächlich noch diese komische Krieg-Pokémon haben. Ja, ich komme nicht auf den Namen. Nee, ich bin zu lange einfach raus. Keine Worte, ich will Slam lernen. Nicht Schild. Typ Morba heißt es.
wie ich auf den Teleport mit Käfer bin. Das sollte auch funktionieren. Sollte sehr effektiv sein gegen Psycho-Pokémon. So. Knabber, knabber. Oh, was? Ja. Hält's gerade, also klar. Irgendwas. Den nochmal weiter mit dem Felsgrab. Aber auch wir sind in der Initiative, reicht nicht, um deinen K.O. zu verhindern. So, und dann ist es mit dem 7-Mal-Ten Talion und Level 23 Lickriolan. Und nochmal, ich erinnere mal die sowieso noch ein bisschen. Drei weitere Pokémon, beziehungsweise vier Pokémon dann dazu kommen. So, das letzte ist Bonita. Okay, ich bin jetzt ganz gut gegen weiter. Ich bin jetzt fertig, ne, mit Kellion. Ich muss einfach gehen. Hör raus. Ich werde aber schon was am Laufen. So. Na gut, spielen wir weiter mit Kellion. Bonita, das habe ich am Team im Schild. Achso, ja. Klar. Also die Kette in der Reihe, wenn ich das gerecht, dass es reicht. So, dann werde ich erstmal auf die Info stärken mit Agilität. Und dann gehe ich jetzt drauf auf Gigasauger und dann müsste das eigentlich erledigt sein. Gut. Ja, ja, tatsächlich wird das noch ein bisschen weiter. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Wie kann das sein? Warum komme ich ständig so ein Tau wie du in die Quere? Ich bin der Ausgewählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der liebste Trainer, dem die Zukunft gar davon vertraut werden soll. Trotzdem. Arena Challenger Battis. Und los. Ich hatte mich schon gewundert, dass du vorhast, als du das Partinaria von Präsident Ross verliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier, das macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die Artikelschilde demonieren. Ha, das kümmern sie an ein paar alte Steine, was dem Spielchen, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird. Glauben sie etwa, dass dem Präsidenten mit ihrem Wackelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich die Assistentin sind, unterstützen sie ihn gefälligst auch. Das reicht. Er schmerzt mich, das zu sagen zu müssen. Aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch das gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch in die Trainerschule. Ich sah mein Niemals Ich in dir, wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Was hier geschehen ist, zeigt ganz deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut meiner Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge einfach nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück und dann entscheiden wir später, was wir mit dir machen. Was? Wie kann man nicht hier sein? Ich bin disqualifiziert? Damit beginnen sie doch einen großen Fehler. Die habe ich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich für allen Ernstes für die Schlüsse von allen. Du hast sie gehört, Bettis. Deine gesammelten Wunsch an, kannst du mir derweil überlassen. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Da schließlich die. Ein Wahrzeichen oder eine sehr alte, antike Stätte schwer beschädigt. Und dann waren die Wunschhände für Wurst zu sammeln. Ja, mal gucken, was da noch passiert. Wir sind aus Hania und Jeff. Ja, was für ein Schlamassel, hm? Der schmerzt mich, ein Challenger auf diese Weise scheinen zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena Challenger üben eine Vorbildfunktion aus. Da haben sich daher stets Zettel und Pferd zu verhalten.
Jetzt erinnere ich mich wieder auch dran. Bei dem Kampf von Bettis hat der Kommentator mal erwähnt, Bettis keine Familie habe. Als Joris ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Bettis alles für ihn zu tun. Was für ein Desaster. Na, hoffentlich lässt sich das wieder restaurieren. Ich glaube nicht dran. Die Wandbilder aus dem Restaurant, ne? In Kielten, glaube ich, oder war es nicht? Ich will jetzt zu lange her, sag ich ja. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen des Tages nicht bekommen sind, ist ja noch Glück im Unglück. Was? Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Alles, beides irgendwie richtig. Ja genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen aus dem ganz klaren Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an der Statue aufgefallen? Ja, die Wandteppiche, das, was da eben diese kleine Rückblende kam da. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum Knospi ihnen dann nur eine einzige Heldenstatue steht? Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Das wird sich auch wohl schlussfolgern. Auch hier sind eigentlich wieder beide Antworten richtig. Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Schild, Pokémon ein Schwert und das andere ein Schild mit sich. Und was, wenn die Leute das Schwert und das Schild eins zu eng mit den beiden Pokémon verbanden? Dass sie letztendlich gleichbedeutend waren. Und, du weißt schon, das Schwert stand eins für eins, Moment. Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und das Schild übrigens für das andere. Mit der Zeit konnte man schließlich nur noch an das Schwert und das Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hat, geht völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden. Und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Das ist eine gute Frage. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmest, sollten die dir helfen. Als nächstes geht es übrigens für dich nach Fairbelly. Ja, dann mal viel Erfolg dort. Und wir kriegen zwei Belieber. Gut. Ja, die Wandmalerei ist ruiniert. Doch dadurch konnte die Geschichte Galas noch ein bisschen weiter erzählt werden. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab. Und nicht wie eigentlich die ganze Zeit angenommen, nur einen. So. Gut, gut. Dann gehe ich jetzt mal noch fix zum Pokémon Center. Wir haben ja tatsächlich alle Items eingesammelt, die ich richtig in Erinnerung habe. Ja, erkundet haben wir die Stadt, das machen wir ja immer. Alle Leute sind auch besprochen, das heißt, wir sind im Passback jetzt quasi durch. So, und das heißt, es geht jetzt tatsächlich als nächstes weiter mit dem... Das, was ich eigentlich diese Folge schon gemacht haben soll, wollte, weiter, und zwar mit dem Würscheinwald. Ja, wie gesagt, nochmal, wir sind fertig hier, und ja, Würscheinwald ist jetzt das nächste. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert, und ich sage, ich hole noch die Dame mit ein. Ha, mein Fairbelly kommt, musst du eben durch diesen Wald da durch. Und falls du noch nie da warst, egal wie, schau dir die Pilze uns mal genau an. Ja, das machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Schwert, Schild, wie auch immer. Ne? Sehr, sehr, sehr. Tschüss.